Kennt ihr Meridian? Ich meine es nicht die Fitness-Gurus Meridian Spa, sondern die Audio-High-Ender. Die gehören zu den weltweit erfahrensten rund um digitales Audio. Und ausgerechnet der TV-Hersteller LG hat sich vor einiger Zeit schon mit Meridian zusammengetan. Und herausgekommen ist unter anderem ein brandneues Produkt. Ob da aber wirklich überzeugender Sound rauskommt, das hören und sehen wir uns in diesem Video an. Hallo und beste Grüße von der Elbe. Ich bin Thomas Orlowski von Thomas Elektronik, euer Fachhändler für HiFi und Heimkino aus Hamburg. Erlebbar auf www.thomas-elektronik.de oder hier auf 2 Etagen in unserem schönen Geschäft. Und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen für all eure Wünsche rund um das Thema genussvolles Hören für euch da und immer auf der Suche nach besonders spannenden Produkten. LG baut Fernseher und ist im OLED-Segment kaum zu toppen. Wem erzähle ich das? Das wisst ihr und das wissen wir. Wie so mancher TV-Hersteller scheint LG das Thema Audio aber erst spät ins Pflichtenheft aufgenommen zu haben. Aber, so haben mir die Verantwortlichen verraten, dafür im Hintergrund mit ganz besonderem Know-how, Ehrgeiz und Aufwand, so steht das Thema Audio ganz oben auf deren Prioritätenliste. Das zeigt bereits Wirkung. So wurden die 2021 erschienenen LG Soundbars mehrfach preisgekrönt und nun wollen sie ganz hoch hinaus. So wird seit einiger Zeit mit Hochdruck weiter geforscht und entwickelt. Mit der Soundbar DS95QR will LG an vielen etablierten Marken vorbeiziehen und Meridian hat ihnen dabei geholfen. Wir packen sie gleich aus, sehen uns an, was LG an Zubehör bzw. Lieferumfang spendiert hat, wie sie sich optisch und haptisch macht, was ihre Schlüsselmerkmale sind und wie sie klingt. Besonders wichtig ist natürlich auch eine einfache Bedienung. Ich habe mir die Ausstattung im Vorwege schon mal angesehen und das macht mich wirklich neugierig. Packen wir es an, okay? Ausgepackt sind sie nun. Ihr seht also schon mal die Lautsprecher, aus denen sich das Set zusammensetzt. Das ist einmal die Soundbar selber, das ist der Subwoofer und das sind die beiden Rear Speaker. Was mir sofort auffällt, ist diese sehr schöne Optik. Das ist ein ganz dunkles Grau, also kein Schwarz, und die Oberfläche der Lautsprecher sieht so ein bisschen leicht gebürstet aus. Sehr schick und ich finde, diese Mischung ist geglückt. Ja, wir wollen ja alle irgendwie schickes Design im Wohnzimmer haben, aber wir wollen auch, dass es uns nicht nach irgendwie gefühlt einem Jahr auf die Nerven geht. Also dieser Balance ist LG hervorragend gelungen. Hier seht ihr die Oberseite der Soundbar. Von den vielen beteiligten Lautsprechern auch den Center, der nach oben abstrahlt. Und direkt dahinter die kleinen Löcherchen, da sitzen die Einmessmikrofone drin. Und dahinter seht ihr eben entsprechende Bedienelemente, also WLAN-Verbindung, Bluetooth, Abspielen, Start, Pause, eine Lautstärkeregelung, Eingangswahl und das Ein- und Ausschalten. Das ist das Anschlussfeld der LG DS95QR. Zwei HDMI-Eingänge, dort könnt ihr also euren Blu-ray-Player anschließen, euren Fire TV-Stick, eure Set-Top-Box, was auch immer euch gefällt. Darunter dann ist der HDMI ARC, EARC Anschluss. Warum beide Bezeichnungen? Das hängt davon ab, was euer Fernseher unterstützt. Und direkt darunter noch eine USB-Buchse. Dort könnt ihr zum Beispiel einen Stick oder eine Festplatte anschließen, die Musik enthält. In der Mitte seht ihr dann das optische Digitalkabel zur Verbindung mit einem Fernseher, der zum Beispiel kein HDMI ARC unterstützt. Und auf der gegenüberliegenden Seite findet ihr dann den Stromanschluss. LG hat, finde ich, an alles gedacht und wirklich einen vollständigen Lieferumfang spendiert. Das geht beim optischen Digitalkabel los, das geht weiter über das HDMI-Kabel. Natürlich die Stromanschlüsse. Dann gehören die Wandhalter dazu. Einmal die großen für die kleinen Rear-Speaker und die kleinen für die große Soundbar. Eine Fernbedienung für die Grundfunktion mit Batterien, dann eine Kurzanleitung. Natürlich gibt es auch eine vollständige, den Link lege ich euch unter das Video. Und dann eine Anbauschablone, damit ihr sie leicht an die Wand befestigen könnt.
DLG DS95QR ist ja eine 9.1.5 Soundbar. Also zusammengezählt 15 Tonkanäle. Und es sind tatsächlich 15 Lautsprecher an Bord. Ich zeige euch einfach mal, wo LG die verbaut hat. Wir haben in der Soundbar selber also einmal die nach oben abstrahlenden Lautsprecher, seitlich und in der Mitte. Wir haben die seitlich abstrahlenden Lautsprecher, hier und hier. Und wir haben dann weitere Lautsprecher für vorne rechts, für Center und vorne links nach vorne abstrahlend. In den rückwärtigen Lautsprechern geht es dann auch zur Seite, nach vorne, zur anderen Seite und nach oben und das in beiden Lautsprechern und zum Schluss noch der Subwoofer. Also wirklich ein enormer Aufwand, den LG da getrieben hat, aber das werden wir natürlich nachher nochmal klanglich testen, ob sich das dann auch wirklich in Hörvergnügen auszahlt. Bevor wir mit der Soundbar in die Praxis umziehen, noch einmal für euch hier die Auflistung der Key Features, also der Schlüsselmerkmale, der Haupteigenschaften der LG DS95QR. Es ist also, wie eben gerade beschrieben, eine 9.1.5 Soundbar, unterstützt mit Meridian Digital Audio Technologie. Sie unterstützt in vollem Umfang Dolby Atmos, DTS:X und IMAX Enhanced. Sie hat als Upfiring, also nach oben abstrahlende Kanäle, 3 Stück in der Soundbar und 2 direkt in den rückwärtigen Lautsprechern eingebaut. Besitzt 4K HDR HDMI ein Ausgänge. Ist mit einer Raumeinmessung ausgestattet, mit 2 integrierten Mikrofonen. Ihr könnt aber auch genauso gut Musik darüber streamen. Google und Alexa Sprachsteuerung hat sie. Das Musikstreaming macht ihr entweder mit Apple AirPlay oder Spotify Connect oder ihr streamt eben auch mit Chromecast, was ihr wollt. Gehäuse und Verpackung, und darauf hat LG besonderen Wert gelegt, sind bei dieser Soundbar aus recycelten Materialien. Optional könnt ihr die Verbindung, die HDMI-Verbindung zwischen Fernseher und der Soundbar mit dem Wowcast auch kabellos herstellen. Wandhalter haben wir uns angeschaut, die sind dabei für Soundbar, für Rear Speaker. LG verspricht 810 Watt Gesamtleistung, hört sich erstmal eindrucksvoll an, aber müssen wir natürlich wirklich hören, was rauskommt. Und nun einmal zu den Abmessungen. Die Soundbar selber ist 1,20 Meter breit, also macht Sinn bei Fernsehern ab 55 Zoll, ist 6,3 cm hoch, 13,5 tief. Der Subwoofer ist 20 cm breit, 40,7 hoch und 40,3 tief. 15,9 ist der Rear Speaker breit, 22,3 cm hoch und 14,2 tief. Und jetzt geht es aber endlich in die Vorführung. Wir sind jetzt in einer unserer Vorführräume umgezogen und haben auch schon die Einrichtung hinter uns. Die LG App Soundbar, die LG empfiehlt, habe ich auch bereits installiert. Die zeige ich euch gleich mal. Was haben wir gemacht, um das zum Laufen zu bringen? Und das ist schon mal wirklich toll und einfach. Wir haben eigentlich die Lautsprecher nur an ihre endgültigen Positionen gestellt, haben sie in einer von LG vorgegebenen Reihenfolge mit Strom verbunden und schon haben die sich alle gegenseitig gefunden. Ja, und begrüßt, und nun läuft das alles. So, wunderbar. Die Soundbar-App, wie gesagt, habe ich mir schon installiert. Und wie die aussieht, da machen wir jetzt mal so einen ganz kurzen Durchflug. Hier, ich habe dann also einfach die App geöffnet und benutze jetzt hier ein Tablet und kein Telefon. Also habe ich mit den Zoom-Tasten rechts unten erstmal das Ganze angepasst von der Größe. Ja, und da sehen wir sie auch schon, unsere Soundbar. Und nach der Verbindung mit dem Panasonic-Fernseher auch sofort auf EARC umgesprungen. Hat also reibungslos geklappt. Ihr seht auch, Amazon Alexa Sprachsteuerung kann sie.
sehr schön auch die Nighttime-Geschichte, reduziert also die Dynamik, damit, wenn ihr spätabends noch einen Blockbuster guckt, eure Nachbarn nicht aus dem Bett fallen. Und hier dann eben diese Einmessung, AI Room Calibration. Die führe ich jetzt mal durch, gehe also auf Einstell. So, dann sagt er hier, das kannst du jetzt machen, aber es werden Töne abgespielt und die Lautstärke kann auch automatisch erhöht werden. Okay, also starte ich das Ganze mal. Los geht's. Da sagt er, wir haben das schon mal gemacht, aber da ich es euch ja zeigen möchte, mache ich initialisieren und er fängt von vorne an. Und nun habe ich auch noch die Möglichkeit, den Ton vor der Kalibrierung und nach der Kalibrierung zu vergleichen. Spontan habe ich nach der Kalibrierung den Eindruck, es ist ausgewogener geworden. Und da mir das gefällt, möchte ich es jetzt auch anwenden, drücke also auf Anwendung und schon ist das gemacht. Was ich cool finde, ist, dass man dann trotzdem das Lautstärkeverhältnis der Lautsprecher noch verändern kann. Also ihr seht den Pegel des Subwoofers, Center, die nach oben strahlenden Lautsprecher lassen sich verändern. Die Seitenlautsprecher, auch hinten, das lässt sich also alles wunderbar differenziert einstellen. Also eine ganz, ganz übersichtliche und verständliche App. Jetzt ist alles um den Fernseher herum aufgebaut. Ich habe in unserem Setup als TV mal bewusst einen Fremdhersteller genommen mit Panasonic, um die EARC-Paarung über HDMI zu testen. Klappte aber auch sofort auf Anhieb. Viele von euch möchten mit der LG Soundbar sicherlich auch gerne Musik hören und da haben mich als zugegeben eingefleischten HiFi-Fan bisher kaum welche hundertprozentig überzeugt. Das werde ich mir auch gleich nochmal in Ruhe anhören. Nun ist es zwar nicht möglich, Surround Sound, den wir hier abspielen, über YouTube für euch hörbar zu machen, aber zumindest ein kleines Beispiel spielen wir mal ab. Das ist das Beispiel des Amaze Trailers. Viel Spaß und bis gleich. Ich hatte ehrlich gesagt in den letzten Jahren ein etwas unterkühltes Verhältnis zu den LG Soundbars, dass sie mich nicht wirklich begeisterten. Umso erstaunlicher ist, was die LG-Leute hier mit der DS95 abliefern. Das ist schon richtig großes Kino. Dynamisch und die Räumlichkeit hat mich echt begeistert. Wie präzise die Soundbar, die verschiedenen Tonquellen wie Stimmen, Raumschiffe, Verkehrslärm um mich herum punktgenau an die Stellen projiziert, wo der Regisseur sich die erdacht hat. Und das völlig losgelöst von der Soundbar. Großartig. Bei allen Effekten bleibt das Klangbild aber immer irgendwie geerdet und natürlich. Auch wenn Musik spielt. Mit den Soundprogrammen, ja, für Musik bin ich nicht so warm geworden. Das probiert am besten selber mal aus, wie es euch gefällt. Aber wenn ihr Musik rein zweikanalig laufen lasst, dann spielt das wirklich richtig gut. Ja, das hat Spaß gemacht.
Was lässt sich denn zur LG Soundbar DS95 QR nun zusammenfassend sagen? Oder wie ist das Fazit? Ich bin, was LG da entwickelt hat, schwer beeindruckt. Und ehrlich gesagt, hätte ich das nicht gedacht und nicht erwartet. Als hochwertiges Soundsystem, sowohl für externe Quellen wie Fire Sticks und Co., über Blu-ray-Player, Set-Top-Boxen, als auch TV-interne Inhalte bzw. TV-Apps, inklusive Musikstreaming, ist sie eine erfolgreiche Kampfansage an die Wettbewerber. Hat euch das Video bisher schon Spaß gemacht? Dann liked es gerne, abonniert uns und beim Klick auf die Glocke melden wir uns garantiert, wenn wir ein neues Video für euch produziert haben. Wie bei allen Produkten von uns, sei es hier im Geschäft oder online auf thomas-elektronik.de, bekommt ihr immer unser Servicepaket kostenlos mit dazu. Das heißt, meine Kollegen und ich sind auch nach dem Kauf für alle Fragen gerne für euch da. Alle Infos zum Produkt inklusive der Bestelloption haben wir für euch unterhalb des Videos in der Infobox zusammengefasst. Tschüss aus Hamburg und bis zum nächsten Mal, euer Thomas Orlowski.